So, also ich habe schon Ewigkeiten hier was probiert und gemacht und das wollte eigentlich nicht so wie ich und ja, Pech gehabt. So, was haben wir hier noch drin? Gar nichts mehr. So, dann geht's halt einfach mit dem anderen täglichen Wahnsinn weiter. Wir müssen jetzt mal gucken, wenn ich das jetzt, wenn ich den hier drauf habe, kostet das 2. Und wenn ich den hier mache, kostet das schon 6. Wir haben Mending, Wii und Glück 3. So, das heißt, wir können jetzt darunter gehen, Diamanten abbauen. So, wohl, welche Richtung sind wir denn gegangen? Hier in die Richtung. Wir könnten auch jetzt hier abbauen. Das heißt, wir könnten unsere automatischen Farmen anfangen. Zumindest Zucker und sowas. Baue zwar noch nicht schneller ab, aber das macht ja nichts. Enderzeit wollte ich hier platzieren, dass ich hier rauskomme, genau. So, aus 1 mach Fragezeichen 2. War das schon alles? Ich wollte schon sagen. 2, 3, 4, 5. Wow. Ich habe gar nicht hier unten in die Leiste geguckt. Ist mir gerade so aufgefallen. Aus 1 macht 3, aus 5 macht 13. Das heißt, wir haben mehr wie verdoppelt. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt müssten wir nur noch. Ja, gut, Kohle, die bauen wir irgendwann mal ab, wenn wir sie brauchen. Das ist ja jetzt nicht so wild, so wichtig. Hat mir hier noch irgendwas? Ne, haben wir nicht. Dann können wir mal ganz schnell hoch. So, schwimmen ganz schnell hoch. Hui. Legen wir uns mal gerade pennen, da tun wir mal unsere Sachen raus, die wir nicht brauchen. Nehmen ein bisschen Holz mit und da geht es jetzt nochmal zum Schluss ein bisschen in die Mine. Wir machen das aber erstmal was anderes. Wir machen das so. Das sind ja die einzigen 13 Dias, die wir jetzt noch haben. Wir machen 1, 2, 3, 4. Machen zur Doppelkiste. Und legen uns einfach mal so ein bisschen was, schmeißen wir das hin, schmeißen wir mal hier hin, legen uns hier so ein bisschen hin, so und so, ne, das reicht noch nicht, ach, jetzt habe ich natürlich wieder alles aufgesammelt, so die Chestplate, dann machen wir hier schon mal einen Helm rein, so, haben wir schon mal die Sachen über, so, dann tun wir an Rohstoffen das raus, das Eisen nehmen wir mit. Die Hake, die hat eh nur noch 2, 3 Uses, die tun wir hier lassen. Die Schaufel lassen wir auch mal hier, aber das draußen. Ach, ich dachte schon wieder, hier wäre ein Wandering Trader. Ich habe so fast gehofft. Der kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Die kommen raus, so, die Schere kommt raus. So, Essen, Eisen, Holz. Holz nehme ich noch ein bisschen mit, wenn wir haben. Was haben wir denn noch da? Gar nichts. Also nehme ich hier das Dark Oak noch zusätzlich mit. Und da muss ich jetzt mal überlegen, wir gehen erstmal hier oben rein. Da können wir jetzt nämlich auch alles abbauen, was uns in die Quere kommt. Ne, warte mal, hier waren ja der erste quasi erstmal hier reingehen. So, wir bauen jetzt alles ab. Alles, einfach alles abbauen. Dass wir auch einfach mal arbeiten können und nicht immer sagen müssen, so, wir müssen jetzt wieder 2 Sachen holen und laufen wegen 5 Sachen runter und so, mal gucken, wann wir den ersten Stapel mit Eisen voll haben. Das wird ja noch ein bisschen, wird ja nicht so lang dauern, aber also wenn das in dem Tempo weitergeht, dann sind wir gleich auf jeden Fall fertig. So, hier können wir einen abbauen. Zap. Oh, vervierfacht. Wow.
Ach du meine Güte. So, dann hier gerade den Rotstein abbauen. Weil davon brauchen wir noch haufenweise. Ja, mit der Kohle weiß ich noch nicht, weil ist ja nur Kohle und Kohle baue ich mir, glaube ich, ab, wenn ich sie brauche. Weil das würde ja ausarten, so viel Kohle wie hier existiert. Gut, dass du mir mal gutes Rotstein hier dagelassen hast. Ah, guck, hier haben wir noch Diamanten. So. Jetzt habe ich nicht gezählt, waren aber glaube ich 4 Stück. Na, nehme ich das Eisen mit, komm. Wenn das schon da liegt. Dann mache ich mir halt erst noch eine Werkbank. Dann kann ich nämlich auch gerade hier das zum Beispiel zu Blöcken machen. Das lasse ich nämlich Kohle doch mit. Dann kann ich eine Axt, und zwar, ich könnte auch eigentlich die Axt machen, dass ich die einfach nutze. Aber ich baue jetzt erstmal noch mit einer Eisen ab. So, weil mir ist jetzt auch die Kohle ausgegangen. Deshalb werde ich jetzt erstmal Kohle abbauen, nachdem ich hier das Gold abgebaut habe. Ich meine, es gibt ja auch ein bisschen Erfahrung. Wenn jetzt hier noch Effizienz 5 und Haltbarkeit 3 drauf wäre, oh, das wäre was Gutes. Aber so weit sind wir noch nicht. So, wo sind wir hier? Wo sind wir? Könnt hier nicht reinfallen. So, hier, warte mal. Ich müsste mir auch irgendwie markieren, wenn ich irgendwo in einem Dead End bin, quasi, wo ich schon alles abgeerntet habe. Dass ich das irgendwie weiß und nicht nochmal da reinlaufe. Aber dazu muss wirklich alles da draußen sein. Und es muss gut ausgeleuchtet sein, dass ich später Mobfarm bauen kann ohne Beeinträchtigung quasi. Boah, wie viel habe ich? Ich habe jetzt schon genug für bis zum Spielende. Stimmt, ja, ne, 2 Stacks noch nicht ganz voll. Habe ich falsch gedacht. So, warte mal, hier ist ein totes Ende. Das heißt, ich setze hier einfach quasi zu, sodass ich nicht mehr hier durchlaufen kann. Hier ist mein Ausgang, das darf ich natürlich nicht vergessen. Hier ist aber viel Kohle. Also ich setze lieber 2, 3 Fackeln mehr, wie nachher 1 oder 2 zu wenig. Also hier ist jetzt die Frage natürlich, hier hat man nämlich so nach zigtausend Richtung. Deshalb, ich baue jetzt erstmal hier kommt noch eine Fackel hin. So, hier so erstmal das hier oben ab.
So, das hätte mir. Ich dachte schon gerade an den Spielername. Hier mal schnell zubauen, bevor ich da gleich reinfall. So, hier gerade abbauen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn ich gleich alles andere irgendwie mehr habe wie. Okay. Ist hier irgendwo ein Todesende? Hier ist auf jeden Fall Rotstein. Ich glaube, ich baue einfach mit der Spitzhacke ab, weil ich habe wieder keine Fackel. 32, ja, ich brauche eigentlich nur 16, weil jetzt habe ich genau zwei Stacks, aber die werde ich eh los. Weil ich brauche ja eh, so kann er eh dann hier Stelle abbauen. Kohle kommt, die schmeiße ich da weg, ist mir Wurst.